Le pinceau, où? Là, là, c'est pour le là. Oh, enfin, enfin. Relève, relève, relève. Ça tient? Ça tient, oui. Occupé de travail. Alain, s'il vous plaît. Ça prend 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Ah si, non. Bon, ouais, pas de soucis, si. Montez doucement, doucement. Montez. Doucement. Ça monte. Ça monte, c'est bon, comme ça. Ah, c'est bon, non? Mmh.
Allez. Maintenant, allez derrière et secouez fort, une fois fort. C'est l'Ardèche, hein? Oui, mais... L'Ardèche, c'est plein de saveurs. Maintenant, il faut un truc un peu... désespéré. C'est pour... Je suis là. Regardez, c'est aussi la position. Mettez un vrai, vous obtient ça. Voilà. Maintenant, la dalle. Et là, attendez. Si ça veut tomber, il faut l'arrêter. Hein? Non, allez, Alain, le dernier n'est pas bon. C'est bon jusqu'à maintenant, maintenant il faut... Ça. Voilà. Ça vous dalle. Là. C'est bon, ça, en fait. Je sais. Alain. Alain. Vertical, vertical. Ah, mais bon. Fixez-le. C'est bon. Donc, j'ai Golem. Oui. Il va le chercher. Ah, ça, c'est suspendu ça. Oh, Besson, ça tient. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça tient. Ça tient, ça tient. J'en ai encore une, là, j'ai trois encore. Oui, un. Juste pour quelque chose. Oui, maintenant c'était bon. Alors on fait comme ça. Et, on le coupe. Et le reste on coupe, mais trois. D'accord?
coincée avec la souche, Tony. Il faudrait que je la sorte, hein. Je vous la laisse. Mais elle est coincée, non? Oui, mais pour l'instant, mais après... Il faut la couper ou quoi? Non, après elle sort entre les piliers. Sort, là. Ouais. Elle passera entre les piliers. Ah, une oui. fois qu'on aura décaissé tout ça, pour voir si on ne peut pas installer des tapis. Ah, après, oui. pour la suite. Hein. Mais pour l'instant, ça c'est le mieux parce que ça va toujours à côté de la machine. Ah oui, oui, oui. Bon. Peut-être, Tony, vous faites des sondages encore cette semaine là-bas, non? On enlève un peu de terre. On enlève un peu de terre, ouais, pour on voir regarde un peu au-dessous. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on peut faire parce ça, qu'en ouais. tout cas, si on fait ça, on fait pas, on poule pas une dalle. On fait ça après le métal. Oui. Et ça veut dire qu'il faut enlever toute la terre. Ouais. Alors enlever déjà au milieu quelque part la terre. D'accord. Et aller un peu au-dessous de la... le long de la dalle du de l'amphithéâtre pour voir à combien sont tous les. Non, ça c'est l'amphithéâtre. Et vous allez un peu, je ne sais pas où vous allez, un peu au milieu. D'accord, je rentre. Vous rentrez au-dessous et on regarde, puis une fois rentré, on regarde à droite et à gauche et on voit s'il y a un espace. Non, ça sera. C'est une surprise, Tony, c'est une vraie surprise à la fin de mes jours ici. Qui a mis ces trucs de poids là? Enlevez ça. Alors, il faut avancer un peu le tableau parce que la grue ne va pas là. Et mettez-le un peu à droite, Polem. Attendez, un peu à droite. À droite. À droite, c'est chez Lior. Voilà, maintenant freinez-le, s'il vous plaît. Et Bolem, ça mérite beaucoup que ce n'est pas horizontal. On le fait horizontal, non? Ah, parfait. Qu'est-ce que c'est en français de ce round shift? Navette spatiale, c'est ça. Ouais. On sait. Okay. Un bon move. Ouais. Un good move. Maintenant, il faut juste monter une autre page et enlever les. Un autre page. C'est le jeu. Les vierges en bas. Alors, ce qu'il faut faire, un problème, c'est qu'il faut essayer de souffler un peu. Ouais. Pour que ça se passe. Voilà. Alors, je monte, on va voir si ça se met en. Alors,
Maintenant, on va le mettre contre une mer. Alors, vous allez chercher la mer. Attention, le livre arrive. Il faut mettre de l'acide au-dessus tout de suite, parce que c'est... rien voir. Ouais. Et je crois le livre est trop grand, mais je ne sais pas en quoi exactement. Alors, en tout cas, ça, je sais, c'est trop grand. Ou on le prend pour l'autre tableau. Il y a un autre tableau là. Est-ce qu'il a la même dimension là, ou quoi ? Ouais, c'est le même. C'est la même dimension. C'est la même dimension. Oui. Alors, un peu. Qui serait ça? Mesurez le problème. Calmez-le un peu, Bolem, calmez-le un peu, oui. Ah, oui, c'est différent déjà. Quand je monte, ça casse la palette, non? The big one or small one? Ah, je ne suis pas sûr, hein. Allô? Et ça va, je suis juste en train de faire des interviews. Mais il me venait dans ma tête, José, que peut-être j'ai oublié, tu sais, le petit livre là. Tu viens vendredi, non? Parce que les trucs que j'ai trouvés, les trucs de Robert Flash, j'ai trouvé. Alors, tu peux me l'apporter? Ok, José. À bientôt. Ciao. Mit ein Grund, warum Sie Bashakas gewählt haben für Ihre Arbeit, habe ich gehört, war das Licht? Na, das ist die alte Ideologie, dass im Süden ein anderes Licht ist. Aber ich brauchte an sich kein anderes Licht. Das Licht, ob das im Norden ist oder im Süden, das ist gleich interessant. Das Nordlicht ist auch interessant. Ja, das hat andere Farben oder andere. Ja, das hat andere Farben. Ja. Jedes Licht ist interessant eigentlich.
Und das Licht spielt ja hier in Ihrer Arbeit eine große Rolle, also in den Tunnel- und Labyrinth-System sind ja auch so Lichtschachte, also ausgehoben. Es ist eigentlich die Ausschaltung des Lichts, die Ausblendung des Lichts. Und es bleiben kleine Öffnungen, wo noch an das Licht erinnert wird. In den Tunnels ist eigentlich kein Licht mehr. Kann ich sagen, dass die lichtvoll sind, sondern die sind eigentlich, da ist eigentlich ein Ort, wo das Licht ausgegrenzt wird, wo es nur noch in kleinen Dosen hereinkommt. Durch die, man kann sagen, durch die sieben Himmelspaläste. Weil die sieben Himmelspaläste sind ja nicht nur oben, die sind ja auch unten. Soweit es hochgeht, geht es auch nach unten. Und diese Wanderungen sind natürlich, die haben verschiedene Themen. Also es gibt, wie bei der Odyssee, gibt es eine Ansammlung von verschiedenen Themen, verschiedenen Vorstellungen. Und einmal gibt es Scherben, das spielt an auf das Sveratakilim aus der Mystik von Isa Gloria. Oder es gibt Sterne, das heißt, es ist ein Sternenfall. Oder es gibt große Bleibrocken, die runtergefallen sind. Das sind dann die Meteoriten genannt. Und jedes Mal, wenn so etwas in dem Tunnel sich ereignet, dann ist da drüber ein Haus, ein Gebäude, wo das dann stattgefunden hat, wovon wir jetzt die Spuren unten sehen im Tunnel. Zum Beispiel bei den Meteoriten sind in dem Haus ist ein großes Regal mit Bleibüchern, die zum Teil auseinandergedrückt sind oder etwas zerstört sind durch den Einfall von Brocken, die von oben kamen und ein Teil ist runtergefallen, Tunnels. Also man findet in Tunnels unten immer die Spuren von dem, was oben stattgefunden hat. Und beim Sternenfall, da sind es dann ganz viele Glasetiketten, wo der Name eines Sterns darauf steht. Und diese Zahl bezieht sich auf das... auf die Nummerierung des Sternenhimmels durch die NASA. Das ist eine wissenschaftliche Nummerierung durch die NASA. Heute kann man das alles im Internet finden. Damals musste ich die extra anschreiben. Und das bedeutet, also das ist eine ziemlich lange Zahl. Und die bedeutet also einmal die Wärme, also wie nennt man das, die Rotverschiebung. Und dann die Temperatur, die Entfernung. Und das sind alles in diesen Zahlen enthalten. Das sind wissenschaftliche Nomenklaturen. Herr Kiefer, wir unterhalten uns hier in Ihrer Bibliothek in Paschak. Wie war es für Sie, als Sie hier nach Paschak gekommen sind? In diesem Haus oder überhaupt? Überhaupt, nach Paschak. Ja, da war zunächst gar nichts. Da war kein Baum, da war nur Tundra. Und da gab es ein paar alte Häuser, die waren in ruinösem Zustand, es hat reingeregnet und es gab zum Teil keinen Boden mehr und kein Dach. Es war alles eigentlich unbewohnbar. Und um es bewohnbar zu machen, hatten Sie mir erzählt, haben Sie Steine hingelegt? Naja, das kam später. Zuerst habe ich die Häuser, die es gab, diese alten Häuser renoviert, also ein Dach gemacht und so weiter. Und später dann, als ich dann Häuser gebaut habe, bin ich mit einer Planierraupe, ich voraus, wie im Louvre, diese Fremdenführer, mit einer Stange und die Planierraupe hinter mir her, die hat zuerst mal Straßen gemacht, die Planierraupe. Und das ist ja überhaupt der schönste Moment, wenn man Straßen macht, in einem Land, wo es noch keine Straßen gibt. Ne? Und dann habe ich auf dem Boden, auf dem gerodeten Boden, teils mit Spraydosen einen Grundriss gezeichnet oder manchmal auch mit Steinen einen Grundriss gemacht. Und so habe ich die Häuser angefangen. Ich habe keinen Plan gehabt. Die Gemälde denen haben sie ein eigenes Haus gegeben, ne? Das ja, das auch. Ja, weil ich glaube, dass die Gemälde, die Bilder, die brauchen, um zu wirken, brauchen die ihr eigenes Gebäude, ihr eigenen Wirkungsort. Und erst von da aus können sie in die Welt explodieren. Ja, das Gebäude gibt zunächst mal einen prinzipiellen Abstand vor. Der muss aber nicht eingehalten werden. Der Betrachter kann da näher hingehen oder wieder weiter weg oder so. Aber zunächst mal sagt das Gebäude, jetzt beginnt was anderes. Das Buch und das Meer, das hat für mich immer einen sehr sinnvollen Zusammenhang ergeben. Weil
Das Meer ist ja, also diese Wellen, die da herankommen, andauernd, und die geologische Perspektive vor allem auch des Meeres, also das Meer, das malt Felsen, Steine zu Sand und verwandelt ganze Gebirge in Sand. Und hat auch diesen alten, wenn man am Meer geht, wenn man das Rauschen hört, dann ist es eine Musik, die einen sehr weit zurückbringt, die einen zurückbringt auf unsere Anfänge, auf unser Wesen im Meer. Wir kommen ja aus dem Meer. Wir sind ja Meerestiere. Die Einzeller waren ja alle im Meer. Im Meer fing das Leben an. Und ich glaube, dass unsere Sehnsucht, das, was wir immer uns wünschen, ganz verborgen zutiefst wünschen. Und das verschiedene Objekte haben kann, des Wunsches. Aber das Wünschen an sich kommt vom Meer. Es kommt von dem warmen, ursprünglich warmen Meer, 37 Grad, zu dem wir zurück wollen. Also in der Genesis wird ja davon gesprochen, dass der Geist über den Wassern schwebt. Das auch, ja. Und das ist aber auch noch mehr. Das ist unser Gedächtnis, was in den Zellen ist, nicht im Kopf. Im Kopf ist ja nur wenig. Was in den Zellen ist, unser Gedächtnis in den Zellen, das führt uns zurück auf den glücklichen, unbewussten Zustand als Einzeller im Meer. Unser Blut ist ja Meerwasser. Außer dass da noch die roten Blutkörperchen drin zukommen, dass es rot ist. Aber die chemische Zusammensetzung des Blutes ist das Meer, wie das Meer. Ich hatte überlegt, das Buch ist ja aufgeschlagen. Mhm. Es hätte ja auch geschlossen sein können. Ja. Aber Sie haben ein offenes Buch gewählt. Ja, ich habe eine Seite vorgeschlagen. Ich habe als Beispiel eine Seite vorgegeben. Eine leere Seite. Ja, die ist nicht leer. Da ist alles enthalten. Bestimmt ganz viel enthalten in den Büchern. Ich grundsätzlich denke ich immer zu, wenn ich arbeite, dass ich jetzt einen in der Kindheit hergestellten leeren Raum auffülle inzwischen. Also ein Raum, der leer war, nicht nur aus äußeren Dingen, nicht nur weil bei uns natürlich kein Internet und sowas gab es noch nicht, aber auch kein Fernseher, ich glaube nicht mal noch ein Radio gab es, kein Fernseher, kein Theater, das gab es nicht auf dem Dorf irgendwo oder ganz in der Provinz. Aber auch leer, weil man alles, was man sieht als Kind, fällt ja auf einen, wie auf eine Wachstafel, wie auf was Ungeschriebenes und fällt da so hinein, wirkt dann und ist zunächst noch nichts Gefühltes, ne? Es ist ja nur zunächst mal aufgenommen, wie es ist. Also es gibt noch keine Erklärung, es gibt noch keine Zusammenhänge, es ist einfach eine Ansammlung von unbedeutenden Dingen, ne? Also zunächst nicht bedeutend, was man erfährt, ne? Für einen ist nur da. Heute saust die Zeit ja dahin, im Alter, weil man viel mehr arbeitet. Und als Kind gibt es ja eine unheimliche, gibt es ja Langeweile, ne? Gibt es ja die Langeweile, was ja das Kostbarste eigentlich ist für später, ne? Die Langeweile. Die Langeweile ist ja das, wo man am Grund der Existenz ist, ne? In der Langeweile. Sonst erfährt man sich ja nicht, wenn man nicht Langeweile empfindet. Und das ist in der Kindheit sehr, sehr stark, ne? Die Langeweile. Es gibt ja auch vom Heidegger eine ganze Vorlesung über die Langeweile, ne? Da erinnere mich, wie er in dieser Vorlesung aufgrund der Langeweile, was er empfindet, zum Beispiel, wenn er jetzt in einer Gesellschaft ist, am Abend eingeladen, und ist nicht ganz unangenehm, aber es ist auch nicht ganz besonders, also es entsteht dann ein Gefühl der Langeweile, ne? Man fragt sich, warum ist man da und so. Und damit beginnt das Bewusstsein der Existenz von einem. Ich überlege mir manchmal, was sein würde, wenn die Erde noch eine Scheibe wäre. Ne? Wie würde ich mich dann fühlen? Ne? Also ich glaube, dass dann nicht so viel verändert wäre, weil
Weil jetzt wissen wir was, jetzt wissen wir über die schwarzen Löcher, wir wissen über die Relativitätstheorie, die Quantenphysik, die Astrophysik. Wir wissen einiges, aber eigentlich wissen wir gar nichts, ne? Wir wissen eigentlich gar nichts. Was war vor dem Urknall, ne? Jetzt ist die Idee, dass es da ganz viele Urknälle gab. Das sind immer ganz viele. Das ist, wenn es viele gab, nach der Ausdehnung des Universums zieht es sich wieder zusammen wie ein riesiges schwarzes Loch und dann gibt es wieder einen Urknall und so weiter. Also es gibt so viele Theorien und die Theorien beschreiben nur eine Unkenntnis. Ne? Die beschreiben an sich nur unser Unwissen. Und für uns selbst, ich weiß gar nicht, ich habe manchmal so das Gefühl, dass der Fortschritt nebenher läuft. Also der mit uns gar nichts zu tun hat. Ne? Der ganze Fortschritt in der Wissenschaft, in der Technik, sagt mir nur immer, wie fehlerhaft ich bin und dass ich nichts weiß. Also wie fehlerhaft ich bin, wie unmenschlich ich eigentlich bin, wie unmenschlich die Menschen sind. Und was wäre das, was Sie im Kern, oder was ist das, was Sie im Kern betrifft? Ja, den Kern erreiche ich ja nicht. Ne? Ich erreiche ja nicht meinen Kern. Ich erreiche ja nicht das Gesetz. Das Gesetz, was die Welt im Innersten zusammenhält, das erreiche ich ja nicht. Ich habe nur die Empfindung davon, dass es nicht erreichen. Ja, es ist ein Vakuum. Es ist nichts. Und die Schönheit? Ja, die Schönheit ist natürlich der Popanz, der von mir hergetragen wird. Drum laufe ich immer weiter. Bitte? Drum laufe ich immer weiter. Das ist der Popanz, der von mir hergetragen wird. Thank you.
Thank you.
Vatican se fait, se fait pas ce qu'il devrait faire. C'est-à-dire? Et je veux que ça roule jusqu'en bas. Ah oui. Ça roule pas jusqu'en bas. Ah, mais non, j'ai une idée. Il y a un plus qui va par là. Donnez-moi le truc, donnez-moi le truc. Et puis on va faire liquéfier.
c'est bon, alors ça va pas se collapser. Quite a landscape, no? Yeah, don't do it too mechanically, you know? These are living things. It's not my idea. It's the idea of fake mythology. They plant teeth, teeth from dragons. From each teeth comes out a soldier. That's a story. That's Argonauts. That's not good, but it will be. That's a Hollywood tooth. A Hollywood tooth, that's Liz Taylor tooth. Has Malcolm something to do with teeth? Not that I can think of. But I would like to have the teeth with this, and so from the teeth. You can write in Hebrew the word for teeth, no? Sure. Chin. This pencil is yellow, I don't like that. You know, if I put 10 teeth, another 10 sephirot. If I put 22 teeth, what it is? 22? The Hebrew letters? They do always things with that, the Kabbalists, you know? They count the letters of a word. Wow. No, they count the words in the text. And then they make any combination. And then it becomes completely ridiculous, you know? That it doesn't make any sense anymore. But they like this. So. Put them in here, please. A little more. No, it's a So, yeah. Fill it up. Stop! Stop! Don't fall out. So now we'll do here and we'll go. More. Don't put more. It doesn't go out. Fine. Perfect. Okay. You know where it goes? It goes everywhere. It's fantastic, fantastic. Okay. It's nice all of a sudden with the lead, no? That's good. Yes. Okay, good.
capital, le bon, ouais, la bonne musique. Nice. Apportez-moi quelques trucs, s'il vous plaît, Lior. Et la craie blanche. Très bien. Et la craie blanche, s'il vous plaît, elle doit être là sur au pied, la craie blanche, au pied de ce tableau-là. Non, la craie, non. Polem, expliquez. La craie et le fusain. Qu'est-ce qu'il pense? Merci. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Voilà, done. Now glass, please. Glass. Nice, nice, nice. Oh, ça c'est bon. Ça c'est un bel truc. Un peu trop. Alors, on va dedans. Fällt nicht ab.
Aufbruch schwer oder ist Ihnen schwer gefallen? Der Aufbruch von wo? Paschak nach Paris? Nein, oder von, nein, von nein. Im Gegenteil, es war eine große Freude. Ich habe jetzt ein neues Atelier. Und wie sieht das aus? Das ist eine große Halle. Witzigerweise an der Autobahn zu Deutschland. Ich bin an der Autobahn und vor mir habe ich einen Flugplatz jetzt. Was natürlich eine wunderbare Konstellation ist, ne? Autobahn und Flugplatz. 110 Lastwagen, große Lastwagen sind da schon abgefahren. Also es bleibt ein Rest zurück, in jedem Haus bleibt ein Bild oder eine Skulptur und es bleibt so, wie es ist, aber die ganze Aktivität ist weg jetzt. So ein Bleibuch? Zwischen 200 und 300 Kilo. Und wie schwer ist so ein Element? Warte mal, ich glaube. C'est combien Tonnen ein Element? 7 Tonnen? Celui-ci, ouais, 7, 8 Tonnen, glaube ich. Das ist schön, dass die Bleibücher das Fundament oder ja. Bilden oder so von. Ja, das Moment, Alain. On fait les passer, pour que l'autre prenne dessus ou pas? Non, l'autre, on met pas. Tournez-le un peu. Attendez. Oh, ça passe. Oh, ça sera mieux, non? Alors on le pousse un peu vers là. Stop. Au revoir. Alain, c'est quoi maintenant? Mais c'est bon, non? C'est pas mal, Alain. C'est bon. Alors le prochain. Bei Ihnen, also von den Materialien her, vom Blei, vom Flüssigen her und dem Spröden des Betons, so eine Materialia Oppositorum. Ne? Also ja, genau. Nein, das interessiert mich immer sehr. Ja. Das Paradox auch. Ja. Avec la dalle. Alors on met un petit livre là. Il faut un troisième, hein, hein? Non. Non, relève. Au-dessous. Voilà, c'est la même hauteur, non? Pas encore, non? Okay. Mais non, ça c'est bon, mais ça je sais pas. Ah, c'est bon là. C'est bon, mais ça dépasse beaucoup, hein? Stop! Oh. Ich habe ja mal das Dach von der Kathedrale in Köln gekauft und die haben mir gesagt, dass durch die Jahrhunderte die Bleiplatten unten schwerer sind als oben. Interessant, ne? Das fließt innerlich, die Moleküle, die sind nicht fest, das fließt dann runter und unten ist das Blei dann dicker und schwerer als oben. Der Platten sind zweimal ein Meter Platten. Interessant, ne? Also das Blei ist an sich ein Stoff, der an sich schon flüssig und das ist an sich schon die Metamorphose, das Blei. Und die Elemente sind übrigens alle von Containern abgenommen. Elemente von Containern, wo da habe ich zwar immer Container zusammengeschoben, dann wieder den Kosten, was ein Skulpteur macht. Ne? Der macht eine Form und gießt dann das rein. Ils sonnent pas aujourd'hui. Cette fois-ci, pas de musique. Il faut qu'il soit très proche de ça, sinon ça va pas.
Alain, ce parti vers ici. Ce parti est. Alain, comme ça. Comme ça. Sie haben gerade erzählt, dass bei Ihnen alles aus der Bibel kommt. Und nicht, aber das mit den Türmen kommt von der Bibel, weil ich war immer fasziniert seit Jahrzehnten von dem von Lilith, die in verlassenen Ruinen lebt. Und das ist eine wunderbare Vorstellung, ne? Eine Frau, die in verlassenen Ruinen lebt und da ihren Werken nachgeht. Es heißt in der Bibel immer wieder, es wird ein Trümmerhaufen sein. Ne? Gras wird wachsen über euren Städten, das fand ich fantastisch immer. Und da wird ja auch mal Gras drüber wachsen, das fängt ja schon an da überall. Vous êtes sûr que c'était déjà fait? Il a l'air. Je suis attiré par la fumée.